Der ist in einer Beziehung. Der ist nicht in einer Beziehung. Der ist in einer Beziehung. Wer ist nicht in einer Beziehung? Du, man. Du bist noch Single, oder was? Bist du auf der Suche? Nee, ich will Single bleiben. Ich kenne das Gefühl. Ich habe 2 Freundinnen. Und ich habe permanent das Gefühl, Single sein zu werden. Zu wollen. Zu werden. Zu werden. Du, man. Du, was ich manchmal für Scheiße sehe. Und da wird es ausgestrahlt bei Prime Video. Da frage ich mich damals, die sind einfach blöd, dazu so einen Scheiß aufzumachen. Ich mach doch gar keine Szene. Aber sie wollen es haben. So dumm, ey. Ich muss euch jemand vorstellen. Stefanie Stahl. Kennt ihr Stefanie Stahl? Stefanie Stahl ist eine Psychologin, eine Bestseller-Autorin, die hat ein Buch geschrieben, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich habe das Ding so oft durchgelesen, dass ich dann angefangen habe, selber Seminare zu führen. Und deswegen hat sie dann halt Kontakt abgebrochen und jetzt haben wir aber wieder Kontakt. Steffi, kommst du kurz rein? Ne? Ja, Steffi. Hallo. So geil, ja. Dass wir uns hier treffen. Wie ist das? Geht's dir gut erstmal? Ja, mir geht's gut. Super. Warte kurz, Steffi, ich hol kurz jemanden. Komm kurz mit. Steffi, ich würde jetzt vorschlagen, dass halt mehr oder weniger das für ein Exempel statuieren. Okay. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir in einer Beziehung sind, wir in eine Fetzerei geraten, du zufällig hier reinkommst und uns dann berätst und dass es halt dementsprechend besser geht danach. Okay, also ihr seid jetzt ein Paar. Genau, das ist ein Theaterstück, wird mehr oder weniger. Ein Theaterstück. Okay, und ich soll es therapieren, mach ich. Genau. Wir sind jetzt in der Fetzerei. Wie heißt du? Millis. Melis, ich habe keine Böcke mehr, an das gleiche Restaurant zu gehen, wo wir schon seit 4 Jahren hingehen. Percy, Percy, pass mal auf. Versuch's mal mit Ich-Botschaft. Weißt du, was eine Ich-Botschaft ist? Mhm. Nicht du bist scheiße und so weiter, sondern ich, sprich mal über deine Gefühle. Fühlst du dich verletzt oder so? Oder was macht dich so wütend? Hinter Wut ist ja meistens Verletzung auch. Das ist eine gute Frage. Hat's dir wehgetan? Sie hat mir mal auf ein Schienbein getreten. Hat sie ans Schienbein getreten? Das hat wehgetan. Sie hat am Schienbein wehgetan, klar, dritte. Und da bist du heute noch so wütend. Ja, die hatte Arbeitsschuhe an. Oh. Die hat mich mit Stahlkappen, hat sie mir ans Schienbein getreten. Okay, stimmt das? Stimmt das? Ja, leider. Sie wirkt nur so zierlich, aber sie hat schon so oft mich auf Schienbein. Und was bringt dich so auf die Palme beim Perzi? Ich habe das Gefühl, er vernachlässigt mich. Das stimmt, aber ich bin halt auch berufstätig. Ich arbeite schon so lange. Aber guck mal, Perzi. Das finde ich schon richtig gut. Das ist ein guter Ansatz. Du sagst, es stimmt. Ne? Ja. Und dann sagst du, ich bin berufstätig. Ja, also, du widersprichst dir da gar nicht. Gibt es vielleicht Punkte, wo du sagen kannst, du könntest trotz deiner Berufstätigkeit ein bisschen mehr für sie da sein? Ja. Ja? Ja. Zum Beispiel wo? Was fällt dir da so ein? Die Mittagspause, die könnte ich mehr oder weniger ihr geben. Mittagspause, okay. Nach der Arbeit könnt ihr auch mal heimkommen. Könntest du dann auch mal heimkommen, ja? Ich war jetzt schon seit 3 Monaten nicht mehr zu Hause. Wir haben so lange Nachtschicht gehabt, dass ich halt dann Urlaub gemacht habe. 3 Monate. Da war ich halt sauber. So, ja. Jetzt muss ich dich aber auch mal fragen, wenn ich das jetzt so höre. Warum machst denn du das mit? Du könntest auch sagen, es gibt noch andere Mütter mit schönen Söhnen. Warum machst du das mit? Also wenn ich höre, er ist 3 Monate weg oder denkt jetzt nach, die Mittagspause mit dir zu verbringen. Was hält dich denn so? Ich denke an die guten Zeiten mit ihm. Ah, ihr hattet auch mal gute Zeit. Kann ich dich kurz was fragen? Na? Willst du uns auseinanderbringen? Sagen wir mal so, ich bin ja eine Beraterin. Ich muss halt gucken, dass von beiden Seiten, wo da die Anteile sind, dann muss ich auch verstehen, warum sie das mitmacht. Es kann ja auch sein, dass sie vielleicht zu sehr an dir klammert.
Wahnsinn, ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Und wenn sie zu viel klammert, ne? Dann ist es halt anstrengend für mich. Genau, und dann arbeitest du umso mehr. Und dann arbeitest halt du wieder umso mehr. In die mehr. Andere Richtung. Und dann haben wir so eine blöde eine Dynamik. Konfliktdynamik, ja. Hey, richtig, eine Konfliktdynamik. Ich kenne dein Buch, ja. Ja, ich merke das, Mensch, Berti. Eine Konfliktdynamik, super, ja, genau, ich habe es gelesen, genau, mehrfach. Super. Ja. Ich weiß. Und deswegen muss ich auch fragen, was bei ihr so los ist, ne? Ich habe es gemerkt. Meine Zwischenfrage, weil ich habe das Gefühl, jetzt haben wir es geregelt, wäre Potenzial da für eine Hochzeit, für ein Wedding in Las Vegas oder nicht? Das ist das, was ich fragen will. Oder nicht? Also du willst hier, habe ich das richtig verstanden, du willst hier einen Antrag machen? Ja. Das ist doch kaum urteilen. Also, was? Okay, fuck.